In meinem Arbeitszimmer, mir gegenüber, an der Wand, ein Regal und auf diesem Regal steht diese Matruschka. Und ich glaube, jeder von euch hat die schon mal gesehen oder weiß davon. Matruschka heißt auf Russisch Mutter. Und ich habe diese Matruschka 1998 in St. Petersburg von einem Ehepaar geschenkt bekommen, das ich dort beraten habe. Ich kann kein Wort Russisch, aber ich habe damals, als ich dahin geflogen bin, einen Dolmetscher mitgenommen und der hat das alles übersetzt. Das war eine ganz besonders interessante Erfahrung. Und diese Puppe, diese Matruschka ist auch was ganz Besonderes. Nachher, nach dem Gottesdienst, darf sich die jeder angucken, wenn er möchte. Sie hat alles Geschichten und Märchen von Alexander Puschkin. Und Alexander Puschkin, man sagt, das ist so der Vater der Literatur in Russland, der von 1799 bis 1837 gelebt hat, ein ganz bedeutender Mann. Und darum ist diese Matruschka auch so besonders wertvoll. Also man kann die ja auch ganz günstig kaufen, aber die hier ist wirklich ganz besonders wertvoll. Und ich sehe die immer, jeden Tag vor mir. Und nun weiß ich nicht genau, ob die Matruschka schuld daran ist oder ob es vorher war bei mir, dass ich diesen Gedanken hatte, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und es könnte sein, dass ich damals diesen Vers in mir hatte und gucke auf die Matruschka und habe gedacht, ah, das ist ja ein schönes Bild, das kann ich mal zum Predigen nehmen, denn in ihr ist ganz viel verborgen, was vollkommen unsichtbar ist, wenn man es nicht öffnet. Und dann habe ich mir einfach gedacht, das mache ich. Ich werde also jetzt zwei Predigten halten über, nicht heute, sondern heute nur die eine, über diesen Vers, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, der ja bekanntlich aus dem Kolosserbrief stammt. Und ich lese mal vor, was um diesen Vers herum geschrieben steht, von Paulus. Da sagt er, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet. Das ist doch schon mal schön. Also, dass wir gestärkt und ermutigt werden. Und alles, was wir an Evangelium verkünden, das soll auch dazu dienen, dass wir gestärkt und ermutigt werden. Denn wir leben in einer Welt, die uns total entmutigen kann. Also jeder, die Schwaben sagen, glaube ich, unter jedem Dach ein Ach, oder? Und wir wissen alle davon, dass es nicht einfach nur alles rund läuft. Und darum glaube ich, dass dieses Wort von Paulus uns heute ganz besonders deutlich trifft. Also nochmal, es geht mir darum, sagt Paulus, ich sage das auch, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenarbeitet oder zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Christus. Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht. Ihr tragt Masken, bevor ihr euch hinsetzt und ihr nehmt sie ab, wenn ihr euch hingesetzt habt und ihr nehmt sie wieder auf, wenn ihr Lieder singt. Und wie gefestigt euer Glaube in Christus ist. Das ist doch eine Botschaft, die heute geschrieben werden könnte, oder? Das ist überhaupt nichts antiquiert oder so, sondern das ist so konkret und real. Und dann stell dir mal vor, du könntest dir das jetzt vorstellen, du sitzt zu Hause an deinem Schreibtisch, sofern du einen hast, oder am Küchentisch, und dieser Satz kommt plötzlich in dich hinein, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ist es da nicht natürlich, dass man fragt, was sind das für Schätze? Was ist diese Weisheit und was ist diese Erkenntnis? Es gibt ja viele Sprüche in der Bibel, viele Aussagen in der Bibel, die schlucken wir einfach und die finden wir auch schön. Das ist ja auch ein schönes Wort, oder? Das klingt gut. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Spannend wird es erst, wenn man sich hinsetzt und sagt, was heißt denn das eigentlich? Das muss man irgendwie entblättern. Und dazu habe ich mir dann Mühe gemacht, es mal angefangen zu entblättern. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass man auch noch vieles dazu sagen kann. Und vielleicht würde ein anderer Prediger überhaupt was ganz anderes sagen. Aber das ist egal. Heute geht es mal um fünf dieser wunderbaren Dinge, die wir da entblättern können. Und das ist die erste Puppe.
Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das sagen soll, weil vielleicht hängt es einem schon zum Halse raus oder denkt man immer das gleiche Thema. Einmal auf der Zeltstadt hat mal jemand zu mir gesagt, du redest immer über dasselbe. Ja, nur gut, das Evangelium ist halt auch begrenzt, gell, und man kann es immer wieder neu betrachten, aber es ist eigentlich immer dasselbe. Und was ist denn dieses eigentliche dasselbe? Die Basis unseres Lebens, unseres christlichen Lebens, ist Vergebung. Und darum glaube ich auch, dass diese erste Puppe es würdigt, wenn ich über Vergebung spreche. Jetzt bist du dran. Die Weisheit der Vergebung liegt im Erkennen der eigenen Schuld. Wenn wir in Jesus leben, dann ist Vergebung eine wirksame Kraft der Weisheit Gottes. Warum? Weil mit dieser Weisheit und der Erkenntnis, die in Christus verborgen ist und die er sozusagen auf uns überträgt im Heiligen Geist, die macht uns fähig, dass wir sagen können, ich war's. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist nicht so gang und gäbe in unserer Gesellschaft, aber wir können das in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir zugeben, ich war's. Jesus sagt das nicht. Jesus sagt nicht, ich war's, sondern er sagt, ich war es nicht, aber ich trage es für dich. Das ist fantastisch. All die Not, all die Schuld, all das Elend, was du auf dich nehmen kannst. Und da gibt es vielerlei Dinge, die wir auf uns nehmen und die wir falsch machen und wo wir ein schlechtes Gewissen haben. Alle diese Schuld ist Jesus bereit zu tragen für dich. Und er kommt und sagt, komm her zu mir. Wenn du mühsam und beladen bist, wenn du Schuld auf dich geladen hast, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Der eigentliche Schlüssel zum glücklichen Leben ist die Vergebung. Dazu ist Jesus in diese Welt gekommen. Dazu ist er ans Kreuz gegangen. Dafür ist er auferstanden von den Toten, damit wir mit ihm auferstehen, durch die Vergebung, dass die Beziehung zum Vater wieder möglich ist. Das ist natürlich ein unglaublich großer Komplex in der Theologie, das alles zu durchdrängen. Aber ich will hier ja gar keine Theologie machen, kann ich auch gar nicht, sondern ich möchte uns einfach ermutigen, in der Beziehung zu Jesus erkennen, dass wir die Notwendigkeit in uns tragen, dass wir Vergebung brauchen. Und ich kann das wirklich bestätigen und Anne-Rose kann das mit mir bestätigen. Wir haben ganz viele Ehepaare, die zu uns in die Beratung kommen. Und ich sage euch, der Schlüssel zur Zukunft einer Ehe, der Schlüssel, um in einer Ehe wieder glücklich zu werden, ist in der Regel die Frage der Vergebung. Kann ich dir vergeben? Und wenn man das nicht tut, wenn man sich nicht vergibt, dann funktioniert überhaupt nichts. Dann eiert man immer irgendwo rum. Und ich habe das bestimmt schon mal erzählt, als ich meine Ausbildung zum biblisch-therapeutischen Seelsorger gemacht habe. Das war just in dieser Zeit, wo man in der säkularen Psychologie wieder davon geredet hat, dass es Vergebung braucht. Und bis dato hatte man das überhaupt weggetan und hat gesagt, das sind alles Übertragungen und Gegenübertragungen und da soll man nicht so ein Trara drum machen. Und man hat in der säkularen Welt erkannt, das geht so nicht. Ja, wir als Christen hätten das gleich sagen können, das geht auch so nicht. Und dann habe ich ja in meinem Büchlein, was ich geschrieben habe, Der Elefant und das Trampolin, habe ich ja diese tolle Forschungsreihe von der Harvard-Universität geschildert, wo man gesucht hat, was macht einen Menschen glücklich und wie kann er alt werden, glücklich alt werden. Und das ist genau das Gleiche. Gute Beziehung. Und eine gute Beziehung lebt aus der Vergebung. Wenn du glücklich werden willst, wenn du deine Beziehung glücklich gestalten möchtest, brauchst du diesen Geist der Vergebung, dass du vergibst und dass dir vergeben wird. Und ich glaube, das ist die Weisheit Gottes, dass ohne Vergebung keine menschliche Beziehung wirklich existieren kann. Man kann alle Dinge umschiffen, man kann alles versuchen, aber man muss auf diesen Punkt zurückkommen. Und ich erlebe das ganz häufig in der Eheberatung, wenn wir dann langsam auf diesen Punkt zugehen, dass Vergebung plötzlich im Raum steht. Das ist ein Fest im Himmel, kann ich euch sagen. Das ist etwas Supergalaktisches, wenn man merkt plötzlich, dass die Ehepaare auf diesen Punkt hingesteuert sind und sagen, doch, ich vergebe dir. Und wenn sie keine Christen sind, ist es okay, wenn sie sich wenigstens vergeben. Aber wisst ihr, da gibt es noch was obendrauf.
Wenn wir uns im Namen Jesu einander die Schuld vergeben, dann wackelt es im Himmel. Da ist ein Fest im Himmel. Das ist unvergleichbar. Da gibt es nichts dagegen. Und Anne-Rose und ich, wir pflegen das auch so. Wenn ich schuldig ihr gegenüber geworden bin und ich erkenne das dann, dann gehe ich zu ihr hin und sage, du Schatz, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Und ich bitte dich im Namen Jesu um Vergebung. Und Anne-Rose sagt, ich vergebe dir im Namen Jesu. Das ist, Leute, da wackeln die Wände. Das ist unglaublich. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, alles ist in Ordnung, ich vergiss es einfach. Nee, wir vergessen das nicht einfach, sondern Gott sagt, wenn ich meine Sünden bekenne, so ist er treu und gerecht, dass er mich von aller Untugend reinigt. Und er sagt, ich will eurer Sünde nicht mehr gedenken. Er vergisst es sozusagen. Und darum ist dieses Thema so elementar notwendig für unser christliches Leben, dass wir gesund und glücklich eine Zukunft gestalten können. Egal, ob du ein körperliches Leiden hast, ob dir der Arm wehtut oder der Hintern wehtut, spielt keine Rolle. Aber dieses Herz, dieses Innere ist plötzlich auf einem richtigen, guten, glücklich machenden Weg. Ich glaube, der C.G. Jung hätte, was die Vergebung betrifft, von einem Archetypen gesprochen. Und ich würde sagen, ja, wir sprechen auch von einem Archetypen, denn Vergebung ist grundsätzlich und hat immer die gleiche Wirkung, gleiche Kraft für alle Menschen, welcher Hautfarbe auch immer, welcher Kultur auch immer. Es ist das gleiche Thema, überall auf der ganzen Welt, dass es ohne Vergebung kein glückliches Leben gibt. So, das war die erste Puppe. Jetzt gucken wir mal da rein, was sich da noch verbirgt. Die quietscht, glaube ich. Besonders wertvoll, die quietscht. Genau. So. Die zweite Puppe. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist die Weisheit. Die Weisheit der Gerechtigkeit sieht, was dem Menschen dient. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Wir machen uns ja über vieles Gedanken und nicht nur die, die predigen, sondern überhaupt. Und ich bin bei der Überlegung über Gerechtigkeit bin ich auf eine Idee gekommen, dass ich gesagt habe oder erkannt habe, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen Recht und Gerechtigkeit. Einen gravierenden Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Es braucht den Buchstaben, um Recht zu sprechen, und es braucht Weisheit, um gerecht zu sein. Es braucht den Buchstaben, um Recht zu sprechen, und es braucht Weisheit, um gerecht zu sein. Gerechtigkeit ist also nicht, dass alles das Gleiche bekommen, sondern jeder das, was der Einzelne in seiner speziellen Situation, also den Umständen, in der er sich befindet und in seiner ganz eigenen Persönlichkeit braucht. Soll ich es nochmal wiederholen? Lothar, wiederhol mal. Gerechtigkeit ist also nicht, dass alle das Gleiche bekommen, sondern jeder das, was der Einzelne in seiner ganz speziellen Situation, also den Umständen, in der er sich befindet und in seiner ganz eigenen Persönlichkeit braucht. Das hat nichts damit zu tun, wenn einer schuldig wird vor dem Gesetz. Das ist das Recht. Dafür muss er einstehen. Dafür muss er sagen, ich war's. Und dann wird Gott ihm gnädig sein und hoffentlich der Richter auch. Aber Gerechtigkeit ist mehr als das Recht. Gerechtigkeit sieht das Herz des Einzelnen. Und das ist ja die Weisheit Gottes. Das ist diese Erkenntnis Gottes, dass er den Menschen ganz tief in sich sieht und dass er dich anders sieht wie deinen Nachbarn, weil du anders bist als dein Nachbar. Das ist die Großartigkeit auch, warum jeder zu Gott kommen kann. Ich weiß gar nicht, wie der das macht, dass alle 7 Milliarden Menschen, die wir auf der Welt haben, die können alle auf einen Schlag zu ihm hinkommen. Und der hört alle. Das ist, werden wir sehen, wenn wir dann oben sind, dann wissen wir das. Ich dachte dabei, diese Weisheit Gottes noch mal deutlich zu machen, die er den Menschen gibt, die ihn suchen. Da ist die schönste Geschichte, die auch ihr sicher alle kennt, aber ich lese sie noch einmal vor, die dieses salomonische Urteil beinhaltet. Zu der Zeit kamen 2 Huren zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach, ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten im selben Hause und ich gebar bei ihr im Hause.
Und 3 Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie. Und wir waren beieinander, und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm, und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Schändlich. Und als ich des Morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe da, da war er tot. Und am Morgen sah ich ihn genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau sprach, nein, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene aber sprach, nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und so redeten sie vor dem König, und der König sprach, diese spricht, mein Sohn lebt, doch ihr Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und als das Schwert vor dem König gebracht wurde, sprach der König, teilt das lebendige Kind in 2 Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn lebt, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in ihrer Liebe für ihren Sohn und sprach, ach mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jene aber sprach, es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das Kind lebendig und tötet es nicht, die ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. 1. Könige 3, Abvers 16. Da läuft es einem kalten Rücken runter, oder? Das kommt einem doch nahe. So eine Weisheit. Und wie kommt sowas? Das kann man nicht machen. Aber Gott sagt, wenn dir es an Weisheit mangelt, dann kannst du darum bitten, dass Gott dir diese Weisheit gibt. Das wäre gut, auch für unsere Politiker, immer wieder, um Weisheit zu bitten, weil Gott gibt gerne Weisheit. Und wir spüren auch, dass diese Weisheit mehr ist als das Natürliche, sondern dass da etwas kommt, was wir vorher nicht geahnt haben, was wir uns auch selber nicht ausdenken konnten. Und ich dachte bei mir selber, das ist auch so ein bisschen wie mit Recht und Gerechtigkeit. Recht ist einfach das, was da steht. Wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch und danach wird gerichtet. Ganz einfach. Und es ist ein dickes Buch geworden. Und Gerechtigkeit ist etwas, was hinter dieses Recht schaut. Dazu brauchen wir die Weisheit Gottes, dass ich den Menschen sehe, dass ich sein Herz sehe, dass ich weiß, was er wirklich braucht. Und der Salomo, das mit dem Trick, mit dem Schwert, das war ja super, das war genial. Aber er wusste, da muss mal was passieren, damit wir sehen können, was wirklich in diesen beiden Frauen vorhanden ist. Und er sah, als diese Mutter gesagt hat, nee, macht es nicht tot, sondern gebt es lieber lebendig ihr. Da wusste er, das ist die Mutter. Weil eine Mutter wird ihren Sohn nicht zerteilen lassen. Und ich glaube, wenn man jetzt an Recht und Gerechtigkeit denkt oder an die Gerechtigkeit Gottes denkt im Alten Testament und im Neuen Testament, dann schauen wir mal ins Neue Testament hinein. Da spricht Jesus vom Heiligen Geist. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Da dachte ich, was ist das für eine Gerechtigkeit? Da kann ich jetzt eigentlich gar nichts mit anfangen. Oder ihr, könnt ihr da was mit anfangen? Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater, also Jesus zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Das bedeutet, dass der Heilige Geist uns mit der Weisheit Gottes ausrüstet, wenn Jesus in unserem Leben den Heiligen Geist hineinschickt. Darum musste Jesus gehen, damit der Heilige Geist kommt. So wird es im Evangelium erzählt. Jesus ging, damit der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Der wird uns die Kraft der Weisheit geben. Und dann verstehen wir plötzlich auch im Neuen Testament, wenn es da heißt, in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Das musst ihr erstmal begreifen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und was heißt das im Umkehrschluss? Die Pharisäer waren keine bösen Menschen. Auch wenn wir im Neuen Testament oft diesen Disput mit Jesus und den Pharisäern sehen. Was war der große Unterschied?
ganz einfach. Die Pharisäer lebten das Recht. Da steht es, du sollst den Sabbat heiligen. Fertig, aus, da gibt es nichts darunter herum. Und Jesus sagt dann plötzlich, als er mit seinen Jüngern durch die Ehrenfelder gegangen sind und die Ehren am Sabbat ausgerauft hat, als die Pharisäer sich darüber beschwert haben, und dann hat Jesus gesagt, nicht der Mensch ist um des Sabbats willen geschaffen, sondern der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen. Und wir spüren, dass bei Jesus immer wieder dieser Beziehungsaspekt ins Leben kommt. Und das ist ihm wichtig, das ist auch für uns wichtig. Das war auch beim Salomo in seiner Weisheit wichtig, dass das Leben sein Recht bekommt. Und das Leben in uns braucht das Recht Gottes, dass wir in der Gerechtigkeit Gottes erkennen können, was der Mensch braucht, dass der Buchstabe tötet und die Gerechtigkeit zum Leben bringt. Aber das ist ein schmaler Grat. Wir spüren das ganz deutlich. Denn es gibt ja das Recht. Und Gott sei Dank haben wir auch in Deutschland ein vernünftiges Recht. Wir kennen das vor allen Dingen beim Autofahren, oder? Wenn da jeder macht, was er wollte, wäre wahrscheinlich keiner hier heute Abend. Das brauchen wir. Aber meine Frau und ich haben uns gerade darüber unterhalten, gell? Wenn ich abbiege, muss ich blinken. Ja, ich blinke aber nur, wenn ich jemanden sehe, dass hinter mir jemand ist. Für wen soll ich sonst blinken? Aber meine Frau sagt, du, da steht, abbiegen, blinken. Ja, kann sie ja machen, aber ich blinke nur, wenn es sinnvoll ist. Entschuldigung. Da merken wir, ich erzähle das nur, weil dieser Grat ist sehr, sehr schmal. Und trotzdem haben wir den Fokus auf Gottes Gerechtigkeit, dass er das Herz ansieht, dass er weiß, was der Mensch zum Leben braucht. Das Recht, das scheint mir für die Bürokraten gemacht zu sein. Und für die ist die Gerechtigkeit oft ein Unding. Und trotzdem müssen wir sie lieben, weil sie uns helfen, in unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Jetzt gucken wir mal, ob die auch quietscht. Die quietscht schon ein bisschen leiser. Du bleibst zusammen hier. Frieden. Die Weisheit des Friedens ist das Erkennen des Weges dorthin. Da heißt es im Psalm 119, Vers 165, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Jetzt müssen wir ja wieder schmunzeln, gell? Jetzt geht es ums Gesetz wieder. Wir lieben das Gesetz Gottes. Und was ist das Gesetz Gottes? Die Juden hatten 635 Gesetze. Und wenn ein Christ Jude werden will, dann fragt der Rabbiner ihn beim Konvertieren, ob er sich das bewusst ist, dass die Juden 635 Gesetze halten müssen und die Christen nur eins. Und ob er wirklich diesen Weg gehen will, dieser Konvertierte, 635 Gesetze einzuhalten. Und was ist das eine Gebot, was das Gesetz Gottes in unserem Leben im Neuen Testament ist? Steht in Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele. Das ist das größte und höchste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Aber das alleine zu leben, dieses eine Gebot, dieses Doppelgebot der Liebe, das bringt uns schon oft an den Rand unserer Möglichkeiten. Wer Frieden halten will, braucht Erkenntnis darüber, was Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen empfiehlt. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Das ist auch ein tolles Wort. Hast du es schon mal erlebt? Dazu passt ja noch das andere, was Jesus gesagt hat, als er gefragt wurde, wie oft wir vergeben sollen. Da hat er gesagt, nicht siebenmal, sondern siebenmal, 70-mal. Jetzt frage ich dich, wie oft hast du schon für die gleiche Sache, die du gemacht hast, die immer wieder falsch läuft, deinen Partner gefragt, ob er dir vergibt? Das traust du dich schon gar nicht mehr. Aber siebenmal 70, das ist schon eine unfassbare Zahl. Immer das Gleiche. Aber so sagt Jesus, das ist es, was ich will von euch.
Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere da. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Das hört sich alles super toll an. Aber es ist eine riesengroße Herausforderung. Aber das ist der Weg zum Frieden, wenn dir einer auf die Backe schlägt, dass du ihm auch die andere hinhältst. Und das ist der Weg zum Frieden, dass dir, wenn dir einer was stiehlt, dass du ihm den Rest auch noch gibst. Das ist der Weg, das ist unvorstellbar für uns, aber das ist der Weg. Und Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation erdacht hat oder erfunden hat, der hat einmal gesagt, wer Frieden halten will, muss die Bedürfnisse, seine eigenen Bedürfnisse kennen und die Bedürfnisse seines Gegners. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Und Marshall Rosenberg, der weltweit fungiert hat und der selber Jude war, aber nicht gläubig, dem das auf dem Herzen lag, dass man Frieden leben kann, der hat Politiker beraten, der hat Regierungen beraten, der hat großartige Dinge gemacht. Und in seiner Forschung hat er was festgestellt. Der hat festgestellt, du hast einen Gedanken, dieser Gedanke impliziert ein Gefühl und dieses Gefühl impliziert ein Bedürfnis. Und Bedürfnisse haben die Kraft, erfüllt zu werden, befriedigt zu werden. Und wenn man das Bedürfnis, was man hat, nicht befriedigen kann, dann sucht man sich ein anderes Bedürfnis, was befriedigt werden kann. Dann eiern wir so rum. Und darum ist es so wichtig, auch in jedem Disput, in jedem Konflikt, dass wir das Bedürfnis unseres Gegenübers wahrnehmen, dass wir ihn auch fragen können. Natürlich hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an, weil er geht dann vielleicht erst recht hoch, aber trotzdem ist es eine wichtige, berechtigte Frage, wenn man es ernst nimmt, was haben wir für Bedürfnisse, weil diese Bedürfnisse wollen befriedigt werden. Und ich kann nur sagen, das ist ein Hoch auf diese gewaltfreie Kommunikation, wenn wir das nur besser hinkriegen würden. Marshall Rosenberg hat auch einmal gesagt, ich erzähle euch nichts Neues, hat er gesagt, es ist alles schon da. Und ich würde sagen, ja genau, in der Bibel steht schon ganz vieles an Ursächlichkeit, an Klarheit, was wir tun können, um auf dem Weg des Friedens zu gehen. Mir fiel die Geschichte dazu noch von Abraham und Lot ein, die ihr auch kennt. Aber nur diese eine Sache, da steht es, steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir, sagt Abraham zum Lot. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Abraham sah das Bedürfnis vom Lot. Er sah, das hat er gespürt, er sah, er wollte in diese wasserreichen Gegenden. Und Abraham hat gesagt, wähle es. Wenn das dein Bedürfnis, wähle es. Und er hat es gewählt. Es ist ihm ja nicht gut gegangen zum Schluss. Aber das wusste Abraham auch nicht. Aber Abraham war zufrieden damit, dass sie Frieden hatten, dass der eine dahin geht und er dahin gegangen ist. Das ist eine wunderbare Geschichte. Es lohnt sich immer wieder mal zu lesen. Abraham sah das Bedürfnis von Lot. Er zeigte ihm seine Empathie und damit durfte Lot sein Bedürfnis befriedigen, ein großes, wasserreiches Land zu bekommen. Und damit bin ich bei der vierten Puppe. Barmherzigkeit. Die Weisheit der Barmherzigkeit ist das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Die Barmherzigkeit ist eine Lehnübersetzung aus dem Lateinischen Misericordia. Es ist ich finde dieses Wort so schön, Misericordia. Ich habe zu Hause ein paar Mal geübt, das auszusprechen und jetzt ist mir doch nicht gleich so von der Lippe gekommen. Misericordia, das Cordia, das ist das Herz. Und es ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not gegenüber und nimmt sich ihrer mildtätig an. Dann verstehen wir plötzlich, was es heißt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und glaubt mir, wir können mit Gott erleben, was wir wollen. Aber eines dürfen wir nie vergessen, Gott ist barmherzig. Auch wenn wir das oft gar nicht verstehen, auch wenn wir das überhaupt nicht sehen. Aber das ist das Wesen Gottes, dass er barmherzig ist. Und du kannst machen, was du willst. Gott wird dich immer in deinem Herzen anschauen und barmherzig zu dir sein. Er wird dir immer seine Hand entgegenstrecken und sagen, du musst jetzt nicht danach greifen, aber sie ist immer da für dich. Und wenn du alles durchlebt hast, wie der
verlorene Sohn in dem Gleichnis in Lukas 15. Du darfst zurückkommen. Du darfst immer zurückkommen. Das ist die Einzigartigkeit, die Großartigkeit des Gottes, den wir anbeten. Barmherzig sein. Barmherzig auch mit uns selber zu sein. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht darum, ich habe jetzt einige Bücher geschrieben und ich will jetzt keine Reklame für meine Bücher machen, aber ich möchte nur sagen, wie wichtig mir diese Themen sind. Und diese drei Themen, wie wir unsere Beziehung nicht leben können, die sind so elementar notwendig, dass ich da noch kurz drüber reden will. Es gibt drei Beziehungskiller in unserem Leben. Das Beleidigtsein, Selbstmitleid und Resignation. Ich kann das nicht jetzt alles ausführen, was das bedeutet, aber das Beleidigtsein und kein Selbstmitleid zu haben und nicht zu resignieren, ist auch ein Akt der Barmherzigkeit uns selbst gegenüber. Weil wenn du beleidigt bist oder in Selbstmitleid verfällst oder resigniert hast, dann hast du das Leben eigentlich schon aus der Hand gegeben. Und das will Gott auf keinen Fall, weil Gott dir das Leben geschenkt hat und dein Leben ist so viel wert, dass du es einsetzen darfst. Nicht zu resignieren ist ein Akt der Barmherzigkeit zuerst sich selbst gegenüber und dann auch anderen, dem Partner, dem Freund oder Freundin oder Kollegen. Was uns der Heilige Geist in diesen Situationen lehrt, ist nichts anderes als lösungsorientiert zu leben. Und ich glaube, das macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Freude, plötzlich zu sagen, ich bin nicht beleidigt, sondern jetzt gucke ich mal, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Das hilft dir und es hilft auch dem gegenüber, dem du beleidigt bist. Und wenn du in Selbstmitleid verfällst, was ja ohne weiteres passieren kann, dann bist du irgendwo unter dem Gullideckel verschwunden und dann kannst du für dein Lebensende da unter in dem Abfluss sein und dich da wohlfühlen. Vielleicht, es stinkt dann auch und so. Aber du könntest auch sein, also hier gehöre ich nicht hin, ich bin lösungsorientiert. Jetzt gucke ich, wie ich die Kuh vom Eis kriege, wie es weitergeht. Und resignieren geht überhaupt nicht, weil resignieren, das kommt auch aus dem Lateinischen, das kommt von signieren, eine Unterschrift setzen unter einen Vertrag. Und wenn du den Vertrag mit Gott gemacht hast, dass du ihm dein Leben gegeben hast und du resignierst, nimmst du diesen Vertrag weg, dann ist es null und nichtig. Ja, wo willst du dann noch leben? Das geht überhaupt nicht. Darum ist es ein Akt der Barmherzigkeit für dich selber zu sagen, nein, ich resigniere nicht, sondern ich gucke, wie ich die Kuh vom Eis kriege. Und dann sehen wir mal weiter. Und das gibt so viel Kreativität, das gibt so viel Kraft und das gibt so viel Freude, dass das Leben wieder Spaß macht. So, und jetzt noch zum Letzten. Wo ist er denn, das Püppchen? Die Weisheit geben. Die Weisheit des Gebens liegt im Erkennen der Not. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Gott ist groß. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Das singe ich ganz oft, bete ich ganz oft. Ich sage mir das immer wieder. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Wer großzügig gibt, wird auch großzügig empfangen. Wer sich loslösen kann von dem, was er festhalten will, wird noch viel mehr zurückbekommen als das, was er gibt. Großzügigkeit im Geben, Großzügigkeit ist eine wunderbare christliche Haltung, es sich zu freuen mit dem, was ich anderen geben kann, wie ich anderen Gutes tun kann. Und in allem geht es nicht vordergründig ums Geld, sicher nicht. Sicher spielt auch das eine Rolle, weil ohne Geld, ohne Kneke keine Fete, also ohne Geld nichts los. Ohne Moos nichts los, wissen wir alle. Wir brauchen Geld, gar keine Frage. Aber wir dürfen uns da nicht dran hängen. Und je großzügiger wir sind mit dem, dass wir andere, die in Not sind, etwas abgeben von dem, was wir haben, da vervielfältigt sich das, was wir haben. Ich habe einen guten Freund, den Werner Kretschmer in Ilzhofen, der die Bäckerei jetzt seinem Sohn übergeben hat. Das war so einer.
der Werner hat immer in Fülle weitergegeben. Der hat, wenn du von dem ein Brötchen haben wolltest, dann hat er dir 3 gegeben. Und wenn du von dem ein Glas Honig haben wolltest, hat er dir 2 gegeben. Der hat immer mehr gegeben, als du gewollt hast. Und der hat eine Freude daran gehabt. Und der ist so gesegnet mit seinem Laden, dem geht's wirklich gut. Aber der hat nie was für sich festgehalten. Und weil es hier nicht vordergründig ums Geld geht, sondern es geht um unser Herz. Das ist die Weisheit, die wir in der Beziehung zu Jesus bekommen. Ein Herz, das gebebereit ist. Und zum Schluss erzähle ich euch noch ganz kurz die Geschichte von Rilke. Habe ich wahrscheinlich hier auch schon mal erzählt. Der eine Zeit lang in seinem Leben in Paris gelebt hat. Und er ist jeden Tag mit seiner Assistentin ins Büro gegangen. Und sie kam immer an einer Bettlerin vorbei, die nichts sagte, nur ihre Hand hochhielt. Und die Assistentin von Rilke hat ihr jedes Mal ein Centime gegeben und Rilke hat nie was gegeben. Und eines Tages fragt die Assistentin Rilke, warum geben Sie nichts? Da sagt Rilke, man muss ihr was fürs Herz geben. Nächsten Tag traf die Assistentin Rilke und sie gingen wieder zu dieser Bettlerin hin und Rilke hatte eine weiße Rose. Und er legte in diese ausgestreckte Hand diese Rose. Dann öffnete diese Bettlerin die Augen, ergriff die Hand von Rilke, ergriff die Rose, stand auf und ging. Und eine Woche lang war diese Bettlerin verschwunden. Da fragte die Assistentin den Rilke, wovon hat diese Bettlerin diese ganze Woche gelebt? Rilke, von der Rose. Amen.